Moin Leute, herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Grim Dawn Greatest Update. Wir sind ja schon fast im Labor angekommen und rennen jetzt durch, damit wir das Labor erreichen. So, Spiel immer noch wunderbar, sehr ein tolles Spiel. Ein bisschen unbalanciert noch, aber ja, wir machen den anderen Charakter dann bald weiter, wenn wir dann Items haben. Aber wahrscheinlich wurden die Gegner auch gepusht, verbessert, nicht nur die Items. Und deshalb haben wir jetzt einfach wegen den alten Items ist noch nicht so viele Chancen. Es droppt halt auch nicht gerade so viel. Jo, machen wir noch den Geheimgang hier, den wir das letzte Mal nicht mehr machen konnten. Weil es ist schon ein großes Gebiet. Und ja. Vielleicht finden wir noch etwas Gutes. Oh, hallo. Voll eins auf die Fresse. I can't do that yet. Ja, der Totem ist jetzt noch nicht so gegen ganz viele Gegner, aber wenn wir dann bessere Items haben, dann können wir schnell die Totems platzieren. Und so weiter. So, wir sind angekommen in diesem Gang, wo der Ding ist. Der Schrein für Evasion. Ich möchte euch mal kurz fragen, ob ihr lieber englische Begriffe oder deutsche Begriffe wollt, weil englische kann ich natürlich besser nachsehen und denken und so. Fällt mir ein bisschen einfacher. Aber ich merke, so Path of Exile wird halt von den Deutschen meistens auf Deutsch gespielt, wusste ich gar nicht. Weil es wird eigentlich immer wieder gesagt, dass eigentlich alle gerne spielen auf Englisch, oder? Aber irgendwie kaum ist, also viele Let's Player machen alles auf Deutsch. Finde ich nett, aber ja, da kann ich natürlich auch nicht so mithelfen, weil ich viele Begriffe auf Deutsch sehe, aber auf Englisch ausspreche, also Englisch einfach mache, in Englisch übersetze. Und deshalb, ja, da ich auch ein bisschen besser Englisch kann, eventuell. Einfach mit der Grammatik ist es ja bei mir nicht so gut. I can't do that yet. Ja, und englische Begriffe einfach mehr Deutung haben. Ja, leider finden wir gar nicht so viele Sachen. Hey, sammelt doch ein. Ich bin irgendwie daneben geklickt und nicht gemerkt. Ja, die Items brauchen größere Itemboxen und weniger, dass sie sich verstreuen. Findet man manchmal Items nicht, werden einfach nicht angezeigt, weil sie außerhalb vom Bildschirm angezeigt werden. Und das ist natürlich nicht so toll. Aber gut. Das ist Jammern auf großem Niveau. Ich bin halt einer, der sich sehr viele Gedanken über Games macht und deshalb manchmal auch ein bisschen schlechter rede über Games. Aber das heißt ja nicht, dass das Spiel schlecht ist. Ich rede das Game nicht schlecht. Ich sage einfach die Sachen, die mich ein bisschen betreffen. Sonst könnte ich wie ein Wasserfall alles erzählen, was gut ist, aber ja, das wisst ihr ja. Das Gute ist ja meistens offensichtlicher als das Negative. Und Grim Dawn ist wirklich ein mega gutes Action-Rollenspiel. Hack and Slay. Eigentlich genau meins. War nicht immer so, am Anfang war es manchmal ein bisschen, ja, lame. Wenn wir das Gleiche machen und so. Aber es wurde extrem gut erweitert. So, wir sind fertig. Jetzt können wir wieder zurück zum Schrein. Leider nichts gefunden. Ja, die Gegner droppen noch nicht so viel, aber gut. Immerhin versucht. Wir gehen jetzt hier außen herum. Da wir auch einen Charakter haben, der schnell killen kann, also ja, nicht ganz so schnell, aber einfach safe killen kann, mache ich gerne ein bisschen nebenbei noch Sachen. Ich muss ja nicht rushen, oder? Ihr dürft gerne sagen, wenn ich rushen soll. Ich mache es sehr gerne, aber wir sind schon Level 19, also es geht schnell. Ja, der Totem hat nicht so gute Reichweite. Wird wahrscheinlich auch erst erweitert mit Items. Ich finde es schade, dass man so abhängig von Items sein muss, die man einfach nicht finden kann. Zum Beispiel diesen, der da ist erst ab Level 20, also noch ein Level. Gut, sehen wir bald.
Plus ein Berührungslimit hätten sie auch auf den Skill packen können und nicht auf das Item. Finde ich ein bisschen gemein. Ja, da kommen viele. Hä? Alle mal aus dem Weg wirbeln. I can't do that yet. Macht so viel Spaß, dass ich den Gegnern zuschauen, wie sie weggewendet werden. Ach ja, richtig Spaß. Ich bin so erfreut, dass sie jetzt wieder ein größeres Update rausgebracht haben. Sie haben ja in letzter Zeit nicht so viele Updates rausgebracht, die jetzt so spannend waren, dass man sagen könnte, ja, ich spiele wieder und so weiter. Ich habe halt einfach wenig Zeit, um Spiele zu spielen. Das ist eigentlich optimal, wenn ich dann immer wieder reinschaue, wenn große Updates da sind und es auch recht viel spiele. Also ich bin ja einer, der extrem an meinen Games hängen, die ich kaufe. Es ist wirklich super, dass Grim da mir so viele Stunden schenkt, ohne langweilig zu sein. Ich bin halt jetzt nicht unbedingt der Komödiant oder so. Wäre schon nice, wenn ihr natürlich auch ein bisschen zuschaut und sieht, was so toll ist an Grimdawn. Ja, es sind nicht so beliebt Leute, die halt das Game so ein bisschen vorstellen. Heutzutage sind alle Gamer irgendwie gelangweilt. Oder einfach wollen jetzt nicht unbedingt alles wissen über das Game oder so. Keine Ahnung. Aber ich bin halt eher so ein ja, Gaming-Streber, der jetzt auch viel Gedanken macht über Games. Also, wir haben hier den Toten. Mit 3 Beschwörungslimit. Geht nicht hoch. Okay. Wir machen jetzt unbedingt mal Arcanist. Und hier ist... Bringt's nicht, ja. Ja. Komm, wegen Energieregeneration machen wir mal hier ein paar Punkte rein und aktivieren das auch natürlich. Sieht immer so schön aus, wenn alles blau leuchtet. Also, Elevation haben wir hier fertig. Ja. Dann als nächstes der Geist, haben wir gesagt. Gleich die Eidechse noch. Irgendwas Defensives. Aber jetzt erstmal der Geist. Noch mehr Geist. Ah. Genau. Ja, das ist noch ein schwerer Gegner. Shield. Könnt gerne mir mal sagen, was ich noch ein bisschen besser machen könnte. Ja, eben ein bisschen mehr Witze reißen oder so, aber ich bin nicht so gut in Witzen. Eher schwarzen Witzen. Oder das coole Sagen über das Game ist halt schwer. Also für mich ist es schwerer als für einen, der recht viel Humor besitzt oder recht viel ja, Fan ist. Ich bin halt meistens nicht ganz so Fan von Games. Wenn sie halt irgendwie Probleme machen, also ich bin sehr anfällig gegen Bugs und ja, Balancing-Problemen und so weiter. Mir muss das Spiel einfach fertig sein. Und Grimdawn ist ja wahrscheinlich schon recht viel fest fertig, also ich lieb's einfach so. Also ich hatte jetzt kaum Bugs gefunden. Also ich kann sagen, Grimdawn ist fertig. Aber ich habe da gestern das erste Mal Transport Fever 2 gezockt. Das kam gestern raus. Oder vorgestern. Ja, vorgestern. Und ja, ich hatte am ersten Tag Probleme, überhaupt das Spiel flüssig zu spielen. Das Balancing war am zweiten Tag, also gestern, noch recht ja, unfair. Und so weiter. Und da war ich natürlich nicht so erfreut. Wieso kauft man Spiele, wenn sie nicht fertig sind? Also, wieso kommen Spiele raus, wenn sie nicht fertig sind?
ist richtig gemein. Also, du wirst verarscht als Kunde. Und das ist natürlich nicht so gut. Ja, ich bin glücklich, dass sie so viel Schaden machen, weil die sind schon recht nervig, diese Augen. I can't do that yet. Ja. Geht schon eigentlich relativ gut. Wir müssen einfach ein bisschen Geduld haben. Ich tue einfach mal alle Bücher ansammeln. Ich weiß nicht genau, wo die sind. Das geht gar nicht kaputt, okay. Das geht kaputt, aber bringt nichts. Nichts drin. Ich glaube, hier oben ist noch eins. Diesem Regal. Nicht. In der Uhr. Er hat dann der Uhr gedreht. Ist es schon so spät? Ja, ist es denn so spät? Ich hab's einfach falsch ausgesprochen. Ja, akustisch. Pink Panther. Wir hatten früher immer rosa-rote Panther und jetzt heißt es plötzlich Pink Panther. Man sagt heutzutage nicht mehr rosa-rot. Rosa-rot ist verunwürdigend. Menschen und ihre Meinungen. Man darf nicht mehr rosa-rot und violett sagen. Man muss pink sagen. Das ist Englisch. Aber wir sprechen Deutsch. Hä? Kein Sinn. That skill's not ready. Ja, dann mach es ready. Ah, da ist ja einer. Brauchen wir den? Hä, eigentlich brauchen wir doch die. Ah ja, wir müssen kurz zurück. Machen wir das mal kurz, bevor der stirbt. Nicht sterben. Gut. Ich will doch die Quest zuerst haben. Hä, wieso bekomme ich die Quest nicht? Ich bin jetzt im Labor drin und ich bekomme die Quest nicht. Hä? Okay. Also dann killen wir ihn. Ach man, wieso gibt es nicht hier unten irgendwo so ein Ding, wo wir hin müssen? Auch so ein kleines Portal, ein violettes Portal. So, mach ich doch. Verschwinden sie. Mit dem Nahkämpfer, also mit dem Soldaten. Necromancer hätte ich da wahrscheinlich schon Probleme gehabt. Diese Aura ist stark. Der Ursprung der Sith? Sind wir in Star Wars? Ah, Sith, okay. Und nochmals den Gardistenhammer. Ja, ich glaube, den tue ich gar nicht mehr einsam. Und wieso müssen wir jetzt immer bestätigen? Hm. Ja, gut. Manche Neuerungen sind nicht so gut. Aber dass die Uhr kaputt geht, das ist Oberpro. Haben die Entwickler gut gemacht. Also jetzt müssen wir oben durch. Sonst kommen wir nicht zu den anderen Anführern. Diesen anderen Sternchenbusse für die Quest. Und dann, ja, bekommen wir sie halt wahrscheinlich zu spät und schließen sie dann sofort ab. Oh, gut. Ach gut, wenn wir zu früh sind, dann sind wir halt zu früh. Aber die Quests hätte ich schon gerne so, dass man die bekommt, sobald wir hier sind. Ein bisschen taktisch herumlaufen und die schönen XPs, die sie geben, anschauen. Manche Sachen sind einfach sehr gut in diesem Spiel. Zum Beispiel eben, dass man sieht, wie viel man in kürzester Zeit bekommen hat. Könnte man irgendwie auch anpassbar machen, dass es ungefähr 5 Minuten auch dauern kann und sieht, wie viel man in 5 Minuten bekommen hat oder so. Aber das ist also ein großes Wunschdenken, das machen die Entwickler wahrscheinlich kaum. Wäre schon nice, natürlich. Wie viele Totems haben wir jetzt? 4, hä? Ja. Kann ich mir da gut merken dann, wenn ich noch mehrere Totems aktiv habe. Dass es noch etwas bringt, wenn man Ding. Also der eine ist nicht hier, sind beide irgendwo hier unten.
Oder haben wir da irgendwie, ja, verpackte Spiele? Weil eigentlich sind immer zwei oben gewesen. Oder haben wir zwei gekillt? Ich weiß gar nicht mehr. Wir killen so schnell. Ah ja, den Geheimgang muss ich euch auch noch zeigen. Ich werde einen längeren Part machen. Oder einfach jetzt ein bisschen mehr durchrushen. Und halt einfach die drei Bosse dann später nochmal machen. Ist ja nicht schwer. Ich werde dann, ja, eventuell die Quest halt einfach offscreen dann machen. Auf Aufnahme. Ja, ich werde den Geheimgang jetzt noch nicht machen und zeige ihn auch dann mit den Bossen das nächste Mal, wenn ich die Quest auch habe. Aber wahrscheinlich muss ich noch irgendwie etwas machen mit anderen Quests, bis ich die Quest bekomme mit den drei Anführern hier. Oder sie haben es entfernt. Wieso werden Quests entfernt und nicht besser gemacht? Ist mir auch schon aufgefallen in anderen Games. Einfach mal die Quests entfernen. So heißt es bei den Entwicklern. Immer die Spieler trollen. Immer alles nerven. Nerf dies, nerf das, nerf alles. Weg, weg, weg. Ja, so ist leider Grinding Games. Hab ich mal ein Bild, der ein bisschen bequemer zu spielen ist, wieder genervt. Das will ich nicht. Ich will nicht der Oberpro-Zocker sein. Ich muss nicht genervtes Gemüse haben. Das ist nur Luxus, was die ganz Großen brauchen, die einfach Eier haben, bis sie explodieren. Eier haben wollen. Ja, natürlich. Ich brauche einen Forscher-Helm, glaube ich. Also 14, 5, 11, 51, 18. Blutungswiderstand ist doch einfach besser als verlangsamtes Widerstand. Wegwerfen. So, gucken wir mal, wenn wir noch mehr Damage machen. Nee. Gehen wir wieder auf Damage. Aber auch, ja, die unteren Buffs da müssen wir nehmen. Hey, nicht zu viel Schaden. Und mal treffen, bitte. Gott. So langsam bin ich wieder drin im Humor. Ich will's aber los. Ja, das sind meistens Leute halt auch ein bisschen verwöhnt. Wenn ich so Comedians sehe und wie die Leute lachen, fühle ich mich peinlich, aber ich fühle mich irgendwie selber lustig. Ein bisschen selber lustig darf man doch sich haben. Ja, fühlen, oder? Die Form finde ich nicht so. Ja. Ich habe einfach nicht diesen Humor, diesen dummen Humor. Ich habe einen gescheiten Humor. Ja, sicher nicht gerade in meine Maus hin platzieren. Aber ja, muss ja in meine Maus platziert werden. So am besten immer um den Tisch. Ich habe keine Chance. Diese Flasche. Du wirst schnell leben, eh? Hast aber zwei Leben, gell? Komm, verwandel dich. Also wenn so viele Toten sind, also leider kann man nicht mehr als drei, weil sie dann wieder verschwinden. Aber macht es unglaublich viel Schaden. Ey. Das liebe ich auch im Path of Exile, so toten Charakter machen immer unglaublichen Schaden. Bitte nicht. Ich hab doch eine Familie, lass mich in Ruhe. Wir können sonst meine Kinder aufwachsen. Manche Bosse haben einfach immer so ein eingeschüchterndes Verhalten, einschüchterndes Verhalten, wenn sie so Spitzen-Damage machen. Obwohl, was haben die geleistet? Die haben nur auf uns gewartet. Schnellziehhandschuhe habe ich auch schon 100.000 Mal gefunden. Wie heißen sie? Schnellziehhandschuhe. Ja, die Items sind nicht gerade so random. Man findet viel Müll halt manchmal. Doppel, dreifach, 20.000 Mal das gleiche Item. So, das brauchte ich. Der erste Aktboss ist
tot. Und im zweiten Akt, ja, is kommt it finished? Dann is the warden dead? Eine meiner Lieblingsbosse. The warden's defeat is a great victory for us, nay, for all of humankind. But there are many more ethereals out there, so much more powerful than Krieg. Perhaps more disturbing, though, there are those. Der dritte Aktboss, was ist das? Eigentlich der in diesem Schloss oder der Endboss? Hat es vier Akte? Kenn ich, weiß ich so gar nicht. So you must be the kid that's causing a stir in my absence. Aye, that old mess has come back to finally bite us right in the ass. Before we do anything, we'll need to get that bridge repaired. Du redest zu viel. Danke. Soll endlich mal Action-Rollenspiele mit Sprachausgabe oder Zwischensequenz rauskommen. Also nicht nur Englisch, auch Deutsch. Aber gut. Ist ein Wunschdenken. Mit links. Wieso macht man das mit links? Das ist nur ein paar Fexe. Grimdown so. Und heute Abend kommt nächste Season in Grimdawn. Nein! In Path of Exile aus Metamorph League mit Conquer the Atlas. Ui, ich freue mich. Ich erfreue mich. Was haben wir? 21. So, und wie bekommt man jetzt die Quest? Komm, wir gehen noch kurz. Hierhin? Ich weiß es nicht, weil das nicht angezeigt wird. Hä? Wie geht's weiter? Wie geht's mit dem Spiel weiter? Die Quests fehlen. Ich möchte gerne alle Quests machen. Den Schlüssel habe ich auch noch nicht. Hä? Ich bin verwirrt. Den Schlüssel noch nicht für dieses Gebiet da unten. Ah, den kann man glaube ich auch hier droppen. Den müssen wir nicht. Ich habe irgendwie die Höhle nicht gefunden. Ein bisschen zu schnell durchgelaufen durch diese Anfangsgebiete. Vielleicht finden wir ja hier den Schlüssel. Aber ja, ich mache wegen zeitlichen Probleme auf YouTube über 30 Minuten backt herum manchmal. Liebe jetzt noch nicht den Dungeon, aber den Schlüssel können wir mal suchen. Erst im zweiten Part, im nächsten Part. Das ist ja der fünfte, sechste Part, weiß ich gar nicht mehr. Ich bin nicht der professionelle YouTuber. Ich habe nicht den Überblick. Ich bin ganz gechillter Gameplay-YouTuber und kein Livestream-Profi. Aus dem Bot fällt mir noch der zweite Bildschirm. Ja, es ist immer nervig, wenn jemand kommt, sagt Hallo. Hey, wieso redest du nicht? Ja, dann warte doch kurz, bis ich schreibe und ich rede über dich. Aber mit Stream-Verzögerungen und so haben die wahrscheinlich nicht den Kopf. Die wissen es gar nicht. Deshalb, ja. Also ich... Das ist nicht der Hauptgrund, aber das ist einfach etwas, was nervt, wenn man nicht... Kommentare lesen kann. Wieso gibt es keine Ingame-Menüs, wo man das nachschauen kann oder so? Ja, die Menschen machen einfach zu wenig. Also wir kommen noch nicht rein. That's locked. Oh. Ich denke, ich werde bis zum nächsten Part mal kurz suchen. Gehen wir gleich mal kurz. Weidmeier und dann nach Nordosten. Okay, ich schau mal kurz. Ja, ich kann noch, da auf der Map. Entweder hier. Oder hier. Ich denke, es ist hier unten. Wo ist der Ding da? Da einfach rechts runter. Da unten. Ja, hallo. Was bist denn du für ein Vieh? Hast nicht mal Sterne? Ja, viele Menschen wissen nicht, dass man halt einfach auch Krankheiten hat und meinen dann, ja, sie müssen mich ein wenig plagen,
eigentlich meistens ja nicht gerade so humorvoll rüberkomme und dann alle meinen, es ist ernst gemeint und so, wenn ich mal ein bisschen ja, kritisiere etwas oder so. Im Spiele, ich kritisiere halt Spiele, wenn er damit nicht recht bekommt, soll nicht mehr ja, zuschauen. Wenn sie nervt, dass ich über ein Spiel halt ein bisschen schlechter rede als andere, dann ja, schaut auch andere, die den ganzen Tag immer nur das Spiel loben. Das ist langweilig. Ich will merken, was schlecht ist in den Spielen. Aber heutzutage können halt viele Menschen das nicht mehr. Haten die ganze Zeit, disliken, nur weil ich einmal gesagt habe, ja, Sylten sind jetzt nicht viel besser bei Alesius. Also bei Champions Breaking, Alesius sei viel besser. Wenn ich jetzt in diesem Let's Play einfach die ganze Zeit dislike. Ja gut, dann seid ihr halt Sylten und ich bin Alesius. Aber ja. Versteht das einfach. Einfach verstehen, dass ich halt nicht das Reich genommen habe, das ihr so gerne habt. Liebe Haters. Oh ja. Ich schaue ja trotzdem keine Videos. Ah, Haters. Es ist gar nicht nervend, aber es ist einfach nur Menschen. Bis nächstes Mal. Tschüss.